Was war das für eine Fetzerei? Wo? Mit den Katzen. Keine Ahnung. Hast du die Katzen nicht gehört? Nein, Bruder. Wallah, Cousin, hier haben sich zwei Katzen. Aber ich habe eine Frage an dich. Ah. Wir fahren nur zwei Tage weg, Bruder. Du hast gerade ganze Kleiderschrank mitgenommen. Ja, zwei Paar Schuhe. Und lass mal Outfit-Check machen. Ja, das ist erstmal für die Fahrt, Cousin, damit ich mich wohlfühle. Outfit-Check, was kosten die Schlappen? 500 Euro, okay. Nein, Schlappen kosten 10er. Was kostet die Hose? Die Hose ist gesponsert, Cousin. Von? Ich hab den Namen nicht im Kopf. Die ist aber stark, Alter. Ich hab den Namen nicht im Kopf. Okay, was kostet das T-Shirt? T-Shirt ist von Sundersport, Cousin. Kostet 14, glaube ich. Okay, was kostet die Tasche? Nike. Okay. So stand hier, 50er. Ja, so 50. Was kostet die Kette? Aktuell 12. Cousin. Dings. Ja. Check mal immer von oben nach unten ab. Was willst du von mir, Bruder? Okay. Wir haben 5 Uhr, wollen wir losfahren, Bruder. Achso, ja, okay. Ja, du hältst die Kamera auf mich am. Wo soll ich das hin tun, Alter? Guck mal, der packt die Tasche auf den Rechner. Wer ist schon Frank, hallo Kursi, der zweite Teil. Du bist out und ich scheiß mir, ob du meine Meinung bleibst. Denk an mich, wenn deine Freundin ganz weit weg ist. Du kein Geld für Essen hast und jeden Tag nur Sekt frisst. Kilometer, die du mir abgenommen hast auf der Fahrt hierhin, auf dem Weg hierhin. Vielen Dank dafür, Cousin. Du bist auf jeden Fall ein krasser Fahrer und ein sicherer Fahrer vor allen Dingen. Das muss man auch immer gesagt haben. Wir sind jetzt in Hamburg. Der Schlachtplan sieht folgendermaßen aus. Wir fahren direkt ins Hotel, legen die Sachen ab, gehen duschen, gehen fett frühstücken. Nach dem Frühstück gehen wir schlafen, Bruder. Aber nicht lange, weil wir drehen hier heute auch einen Vlog. Halt deine Fresse, wenn ich rede, du. Deine Fresse, wenn ich rede. Was der Emmo nicht weiß, wir drehen heute einen Vlog. Wie nennen wir den Vlog? Ein Tag in Hamburg mit Gazi. Ein Tag in Hamburg. 150 Metern halb links abbiegen auf die D4 in Richtung Altona. Der hat die ganze Zeit nicht geredet, Bruder, jetzt wo die. Wallah, ja, mach mal stumm. Chill mal, entspann dich mal. Egal, lo, wir gehen Hafen, Bruder. Wir sagen, mach mal den Fisch fertig, lo. Wird schon. Geh mal kurz angeln. Ah, naja, wenn nicht, wenn hart auf hart Cousin, wir schmeißen hier Angeln in den Teich. Nein, der Typ soll für uns angeln gehen. Frisch, wir wollen frisch essen. Bruder, wer dich hört, denkt, die haben hier irgendein Meer vor der Haustür, Bruder. Was fließt hier lang in Hamburg? Keine Welcher Ahnung. Fluss? Wenn ich das wüsste, hätte ich die Schule sehr lange durchgezogen. Die Themse? Nein, keine. Die Ems? Ems, glaube ich, keine Ahnung. Ja, darf ich jetzt frühstücken? Boah, das Essen wird kalt. Like, das ist Frühstück, Bruder. Das ist Ahla aus Ahla. Das ist Horschgedienis, Bruder. Das ist, like, du bist herzlich willkommen. Acht nur auf den Honig, Bruder. Acht auf den Honig. Ich weiß, was das ist, Bruder, aber der Honig ist krass. Acht auf den Käse, Cousin. Ehrlich? Bye.
Walla, will er sogar, ja. Was geht ab? Wir sind bei Emmo. Und wir gehen jetzt erstmal zum Sport und danach gibt es um 22 Uhr Livestream. Livestream, ja. Ne? Twitch. Aber eigentlich habe ich was vorgehabt gesehen. Ja, aber das war nur eigentlich. Ja, aber ist aber auch wichtig. Ja. Ich wollte mit dir. Ja. Mit mir. Und da brauchst du einen LKW durch. Ja, ja, und die wird gefangen. Dann brauchst du einen LKW durch. Ja, was sonst? Du musst halbe Stunde mindestens nur meine Schulter ziehen. Wie ein Parasit. eigentlich wollte ich mit dir die schärfste Curry essen, Bruder. 2 Millionen Skurin. Ich esse niemals. Warum? Weil danach ist Kelleck. Boah, das muss man, aber das ist bei uns Dings. Deswegen, bei Vlog. Das bei, ist uns, bei uns sagt man, mach mal Eier auf die Schulter und los. Bruder, da, wir sind hier Gast, Bruder. Da gibt's am nächsten Tag? Ha? Auf Toilette am nächsten Tag? Bruder, Bruder. Allah kehre Bauschas, Bruder. Ja, Bruder, ich bin gar nicht der Fan von sowas. HDP. Wie, also machst du Rückziehen? Aber Gas ist mit dir, Bruder. Halas, ich hab gehört, Emo macht Kanufahren auf. Der rudert zurück. Niemals. Aber er ist auch mit diesen 2 Millionen. Du bist beide. 2 Millionen Würstchen? Ja. Nein, 2 Millionen Skurril. Skurril. Was heißt Skurril? Das Schärfste also. Nein, es gibt noch Schärfere. Und das gibt's in Hamburg, ne? Ja. Auf dem Kiez, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, gucken wir nach dem Stream. Suchen wir. Was? Nein, wir machen das jetzt. Jetzt, Bruder, warst du nach Stream? Stream, Bruder, wir haben 22 Uhr. Wer hat da noch Wurst? Mein Kilo hat. Ah, der A4 ist für mich. Guten Appetit, Bruder. Dankeschön. Willst du ein bisschen was sagen, Bruder? Bruder, was sollst du so eine Essen sagen, Bruder? Persische Küche. Wir sind hier bei Bamian. Jeder weiß, ich bin ein Freund der persischen Küche, afghanischen Küche. Ich liebe es. Auf dem Boden, Bruder, mit Brüdern. Was will man mehr, Cousin? Kurze Story machen bei nebenbei, Bruder, du musst deinen Namen auf Instagram wechseln, Bruder. Wallah. Wallah, Bruder. Wie heißt er bei Instagram? Dennis. Aber das ist Amja, Bruder, ne? Halbi. Der macht doch Amja. Wir nennen ihn Amja, Bruder. Der muss sich Amja nennen auf Instagram, Bruder. Gazi. Gazi, schau auf, Bruder, Mann. Ja. Komm auf die Uhr, Alter. Na, spät. Steh mal auf. Spät. Lack, wir haben schon 14 Uhr, steh mal auf. Amja. Ja. Ich hab eine Frage, ja. Frag mich, steh erst auf, da kannst du fragen. Ich bin wach. Ich bin ganz allein, ich will jetzt frühstücken. Ich hab eine Frage. Frag. Bruder, warte, die Kamera ist weg. Bruder, du bist in meinem Ohr drin, Herr Salami, Alter. Nicht Ohr, aber Nase. Ja, zieh mal die Kamera ein bisschen zurück. Amca? Ja. Ich hab eine Frage, ha? Frag mal. Der Ozean, ne? Der Ozean, ne? Ja. Der ist schon tief, ne? Ja. Wallah, ne? Der ist schon tief, ne? Ja, Bruder, wie oft noch, ja. Subhanallah, wallah. Aber du darfst noch tiefer nehmen. Ey, ich habe eine kurze Frage. Aber du musst in die Kamera gucken. Ah. Wie fandest du gestern den Stream, dass Emo einfach dein Part übernommen hat? Wallah. Es freut mich, ja, voilà. Der wird warm. Der wird warm damit, das ist gut. Das ist gut, Bruder. Und weißt du, warum man schnarcht? Wenn man kaputt ist. Ja. Ja, Bruder, wir haben auch einiges geleistet in den letzten Tagen, hä? Ja, wir haben gut Gas gesehen. Mailstream abgebaut, 5 Stunden nach Hamburg gefahren, über die ganze Nacht. Ja, voilà. Hier angekommen, 1 Stunde geschlafen, danach erstmal abgecheckt, dass wir einen geilen Stream. Auf Goa, wenn ich reden würde, denk du bist gefahren, ja, Team. Wallah. Aber ich hab gearbeitet nebenbei. Du bist Arbeiterbiene. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt fertig. Und lass mal gleich machen, Cousin. Gib mir auch 10 Minuten, Wallah. Wir reden gleich, Cousin. Gleich. Habibi. Liebe Kuzi-Gang, wir haben es geschafft, nach 3 Stunden aufzustehen. Wir sind bei Lok. Das ist der Lok-Mam, ne? Ja, Mam. Unfassbar krasser Laden. Ich schwöre dir. Wir wollten einfach wegen 1 Minute Verspätung, wir wollten kein Frühstück mehr machen. Aber wir haben das System gedribbelt, Cousin. Bei uns, normalerweise, man macht Zucker in Chai, bei uns, wir machen Chai in Zucker.
an jeden der Chai trinkt. 3 Löffel Zucker muss. Muss, alles andere ist Bluff. Dieses System habe ich verstanden. Das ist das dritte Mal in Hamburg hier. Ich glaube, hier ist Gurke und Tomate Mangelware. Aber, Alhamdulillah, Bruder. Leck ist hier an! Alhamdulillah, Muslimhan! Pass auf! Ja, schön, was ein Style, Alter, Kussi-Gang. Was? Ich trage ein T-Shirt von einem Designer, der auf jeden Fall nachts beim Design auf LSD ist oder so. Ich brauche da einfach nur ganz dringend ein T-Shirt. Du hast auch das Outfit-Day machen. Weil das andere ist voll geschwitzt gewesen. Frag, sogar diese Tüte wurde vom Designer hergestellt. Hast du gesehen, dieses extra lange Cousin? Ja. Warte. Mach mal diese Influencer. Warte, ich mach neue Anmachspruch. Warte. Mach nicht mit den Kanaken Schluss. Gib mal lieber Backenkuss. Bruder, du siehst schon nice aus. Mach du erstmal? Mach er aber, das ist für uns selber. Dann waren wir hier in Italien, wurden wir auch gespottet und so. Wir machen so ein bisschen, ich bringe auch bald meine eigene Marke raus. Ja. Und das wäre halt zu nice, wenn ich nur ganz kurz, Freunde, wenn man nicht alles trifft, Gazi 47, melde dich, Bruder. Okay. Ich küsse dein Herz, Walla. Wir waren gerade bei Mike Town. Wir haben irgendwie versucht, noch ein letztes türkisches Trikot zu ergattern. Leider sind wir da auf leere Regale gestoßen. Großen und Ganzen lassen wir uns da jetzt nicht lumpen. Wir sind jetzt hier bei irgendwo in der Nähe von St. Pauli. Hier ist so eine Fanmeile. Da setze ich mich irgendwo auf der Tribüne und genieße das Spiel auf ganz entspannt. Du weißt, dass wir da, stehen werden, gell? Was? Walla? Hey. Ich bin tot, Bruder. Walla, ich bin tot. Ja, Skazi, Digga. Hol mal Powerbank. Hey, bring mal Akkukabel, Cousin, Walla. Ja, auf jeden Fall. Die Türken in Hamburg sind hier sehr präsent. Ja, aber wir hoffen das Beste, ne? Türkei! Ich sag nur Türkei! Hä, wir hätten wenigstens irgendwas Rotes anziehen können, Bruder. Wir kaufen uns jetzt, Bruder. Irgendeiner Bruder. Voila, Bilder sogar, ja. Nur der Charakter zählt, Cousin, ja. Einfach umbringen. Die Türken machen das Unmögliche immer möglich. Hallo, umbringen! Türken machen das Unmögliche immer möglich! Wir wollen einfach umbringen! Aber dann! Ja, aber jetzt Maximum Feeling, Alter. Ich bin traurig, Bruder. Warum? Ich war richtig motiviert, Bruder. Ich hab echt gedacht, Wallah, 2-1 für Türkei. Eine Halbzeit haben wir geguckt. Dann sind wir ins Hotel gekommen. Jetzt bin ich hier auf Depri. Aber gleich kommt Migos. Und dann gehen wir live. Ich muss auf Fragen vorbereiten, Bruder. Und wie geht's dir so? Nicht besser als dir. Bruder, 3-0 Türken. Bruder, 3-0, Bruder. Ihr sagt doch was. Die Türken machen das Unmögliche möglich. Das hier. Dieser Move. Das ist der, dieses, was das ganze Charisma gibt. Dieser Move. Das soll mir jetzt keiner schreiben, ja, das ist zu groß. Nein, das ist... Ich hätte nicht L kaufen können. Ich habe extra XL gekauft am Anfang, ja? Der Move, Cousin. Dieser. Diese Knicksknacks, weißt du? Knicksknacks-Style ist das. Die Heimreise steht an. Wie fühlst du dich, Bruder? Bruder, ich muss irgendwann frühstücken. Wie fandest du es in Hamburg? Hamburg ist eine geile Stadt. Wir haben viel Spaß gehabt, wir haben viel gelacht. Leider Gottes müssen wir wieder zurück nach Hause. Ich finde, die Streams waren auch maximal. Was? Die Streams waren auch Max. Ja, Streams waren Max, Dicker. Migo, Emo. War Max. Das sind Legendary Streams, Bruder. Legendary Streams. Das sind Streams, über die wir immer noch 5 Jahre, 6 Jahre sprechen. Ich schwöre dir. Vertrau mir. Also,
lass uns auschecken, frühstücken gehen, danach geht's ab nach Essen. Yes, yes! Yes, evet. Evet, kardeşler. Bugün seni. Bugün seni. Okay, haydi. Ja, ciao. Ciao. Ja, ciao. Ja, ciao. Ciao. Sag doch tschüss. Ja, du hast mich gefickt, Bruder. Ciao. Wie soll ich jetzt hier raten? Was? Mach mal den Raid an The Cloud One. Mach mal den Raid an ey, auf jeden Fall von The Cloud One hier Hotel in Hamburg. In Hamburg. Willy-Brandt-Straße 20, das ist auf jeden Fall. Check das ab, das Hotel. Das ist auf jeden Fall das ist ein geiles Personal, starkes Personal, die machen ihre Arbeit übermotiviert. Und ich finde das stark. Grüße an den Manager. Beim nächsten Mal machen wir komplett Ballash. Ja.